wunderschönen guten Tag. Kommt mal rein. Wir sind heute hier im Hotel Santa Isabel in einer Suite, in einer der größten Suiten, in einer Sagrada Suite. Geht erstmal durch. Ja, und wir sind hier im ersten Stock vom Hotel Santa Isabel. Ich glaube, auf der Etage ist das die einzige Suite hier. Aber was witzig ist an der Suite, wenn man direkt hier reinkommt, hat man so eine Art Entree, wo man auch Fenster hat, wo man hier runter in die Lobby gucken kann. Da unten sieht man auch den Glasboden, der in den Bierkeller geht. Da, wo man auch essen kann, also muss man vorher anmelden, vielleicht nur für Events. Ja, aber die Details hier, die Stühle, ja gut, die sind jetzt nicht so besonders. Aber das Tischchen, die Lampen, die schönen Vorhänge. Und dann habt ihr hier noch ein Klavier, also kein richtiges, sondern so eine Art Klavier, so ein Sekretär. Ich frage mich gerade, ob das wirklich antik ist oder auf antik gemacht. Weiß es nicht genau. Und hier haben wir auch noch so einen älteren Schrank, antiken Schrank. Oh. Auf jeden Fall sieht er alt aus. Ob er alt ist, weiß ich nicht. Wenn, ist es gut gemacht. Ja, das ist hier der Vorraum. Und dann gehen wir mal in den Hauptraum, ins Wohnzimmer. Und wenn ihr ins Wohnzimmer kommt, habt ihr rechts direkt die Stockbetten, Doppelbett. Psst. Eigentlich mehr für Kinder, aber ich glaube, da könnte ich auch mich reinlegen von der Größe. Ich bin ungefähr 1,90. Oh, wer ist denn hier? Ah, sind ja schon Kinder da. Wer kennt sie? Den rechten kennt ihr bestimmt. Und die anderen kennen ja auch noch ein paar Leute. Das übliche wie immer, Autogrammkarten von einem der LP-Maskottchen, Böckli in dem Fall. Ja. Und natürlich Gummibärchen mit Ed und Edda drauf vorne. Ja, kommt mal weiter hier rein. Ja, in den Suiten habt ihr ja immer eine Minibar auch. Oh, was ist denn hier los? Der Rufus. Willst du schon wieder einen Kaffee abgreifen? Ja, Mann, ich mag Kaffee halt so gern. Unfassbar. Und hier ist noch einer von denen. Betty, was machst du denn da? Hunger, Roomservice. Darf ich bestellen? Wer die nicht kennt, das sind die Crazy Bats. Besorgt euch niemals Crazy Bats, die werdet ihr nie wieder los, die fressen euch die Haare vom Kopf, aber sind ganz süß, egal. Ja, hier habt ihr das Wohnzimmer. Natürlich habt ihr da auch in dem Wohnzimmer einen Schreibtisch, Entschuldigung, meine Stimme ist etwas rau. Wie üblich für das Amolite gibt es natürlich auch mal ein Büchlein. Amolite ist hier das Sternerestaurant und Itrinalin, das neue kulinarische Erlebnis drüben beim Rolantica. Eine gemütliche Sitzecke habt ihr hier auch natürlich mit einem Sofa und zwei gemütlichen, ja, doch, sind gemütlich, gemütlichen Sesseln hier. Und, oh, ja, Sekt, den gibt es nicht immer dazu, aber in der Minibar ist noch eine Flasche Sekt, die gehört auf jeden Fall zur Suite. Das ist hier, weil wir Best Friends sind. Oh, Jungs, ich habe gesagt, den Champagner gibt es erst später. Was? Ja, ja, gut. Ignoriert die einfach, sind nicht da. Ein Fernseher habt ihr natürlich auch noch. Oh, ha! Hier habe ich gerade einen Schlag bekommen. Es hat irgendwie ein bisschen weh. Egal, hier ist ein Fernseher. Und ja, wir gehen jetzt mal ins Bad, würde ich sagen. Dann. Die sind auch noch hier vorne. Was immer gut ist, finde ich, wenn die Toilette und das Badezimmer getrennt sind, dann kann der eine sich fertig machen und falls mal einer muss, ne, geht das getrennt hier. Ja, und hier haben wir jetzt dann... Und hier haben wir dann das Badezimmer. Ist recht schmal, aber ausreichend. Schöner Waschtisch, schön in so einen Natursteinoptik gehalten. Immer die gut riechende Seife, immer sehr lecker. Also, sollt ihr nicht essen, ne? Hallo. Das ist die Alex. Und ihr habt natürlich eine Badewanne hier drin. Schöne Fliesen mit einer, ja, himmlischen, biblischen Bild. Das sind wohl Engel, wie ich das sehe.
Ja, ist auch das Santa Isabel, das ist ja ein Kloster, also ein Kloster nachempfunden hier. Ne? Deswegen ist hier auch ein bisschen die Bibel mit im Spiel und so. Gibt auch eine Kapelle hier, wo ihr heiraten könnt hier drin. Und auch das Gebet morgens sprechen könnt. Eine Dusche, oben drüber sehe ich keinen Wasserfall, aber so eine normale Brause reicht ja auch aus. Also immer ein bisschen mehr so Spielerei, als dass es irgendwas nützt. Oh. Alex, möchtest du diese Rose annehmen? Der Bachelor geht nächste Woche los. Sorry, fiel mir gerade so ein. Ja, überall natürlich auch noch Bilder und schöne Kerzenstände, wo keine Kerzen drin sind, aber das kann ich auch verstehen. Muss ja nicht sein, echte Kerzen. Und jetzt kommt noch das Schlafzimmer. Wenn ihr beide immer viel arbeiten müsst, während ihr im Urlaub seid, habt ihr hier auch noch mal einen Sekretär, wo ihr euch hinsetzen könnt und arbeiten könnt, Briefe schreiben. Jetzt geht das hier auf. Oh ja, es geht auf. Da was drin ist, kann ich gerade nicht sagen. Ich will jetzt nicht, dass die Sachen runterschmeißen. Ja, hier haben wir auch noch einen Fernseher. Könnt ihr den Fernseher gucken im Bett. Und hier ist so eine schöne kleine Sitzbank, wo ihr dann entweder drauf sitzen könnt, Schuhe zumachen könnt oder einfach Sachen abstellen. Ja, Kleiderschrank haben wir natürlich auch. Wir haben, ich fasse das nicht an, ich bin nicht noch einen Schlag bekommen. Wir haben hier einen Safe, das ist von uns. Hier habt ihr auch noch Bademäntel, weil hier im fünften Stock ist auch noch ein Spa-Bereich und ein Pool hat das Hotel auch unten. Und die übliche Europapark-Tüte, die gibt es ja auch öfters mal. Ja, das ist der Schrank. Und jetzt haben wir noch das wirklich, ich finde das ganz schön, so eine Art Himmelbett, ne? Oh, wer ist denn da? Da haben sich zwei ein Buch geschnappt. Jungs, was lest du denn da? Rolantiker-Buch war ja klar. Ja, hier habt ihr auch wieder die übliche Marshall-Box. Eine Flasche Wasser kriegt man auch mal hingestellt. Dann die übliche Lindkugel, die auch mal gern am Bett liegt. Und wieder Gummibärchen. Da ist auch noch ein Gemälde von einem Gebäude, was ich jetzt persönlich, ich als Kulturbanause nicht zuordnen kann, wo das steht. Aber schreibt das mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das ist. Lasst uns überraschen. Klärt uns auf, wir wissen es nicht. Das Schlafzimmer wirklich sehr schön. Da sind auch nochmal Bilder. Also man muss diesen kirchlichen, klosterhaften Stil schon mögen. Wer damit nicht so viel anfangen kann, ist wahrscheinlich hier nicht so richtig aufgehoben. Aber was man zu diesem Hotel auch noch sagen muss, ist, dass es einer der ruhigsten Hotels ist. Hat, glaube ich, auch nur so um die 60 Zimmer, glaube ich, insgesamt. Also wenn ihr mal irgendwie Ruhe haben wollt und weit weg vom Trubel geht hier in das Hotel, es hat noch keine eigene Bar nämlich, die ist nicht weiter da hinten vom anderen Hotel, könnt ihr mitbenutzen, aber hier ist es meistens ruhig, nur Silvester nicht. Habe ich gehört, weiß ich nicht genau, ich war nicht hier. Aber Silvester soll es auch hier laut sein. Aber ist halt Silvester, ne? Ist Neujahr halt bis 3 Uhr morgens laut. So, es gibt noch einen kleinen Balkon. Wir haben gerade draußen minus 2 Grad, aber ich zeige euch den natürlich trotzdem. Oh, man merkt, dass es kalt ist. Ja, hier könnt ihr euch hinsetzen. Wenn ihr raucht, könnt ihr auch rauchen. Und schönen Ausblick, hier fährt die LAP Express auch lang. Da ist das Hotel Colosseo auch noch. Da ist das Hotel El Andalus, wird gerade draußen die Fassade wahrscheinlich gestrichen, renoviert. Wir sind nämlich gerade eigentlich quasi in der Pause vom Europapark. Aber das hat nichts zu tun mit dem Zimmer hier. Ja, ich mache hier mal wieder rein, es ist kalt. Oh, Scheibe beschlägt doch schon, wenn ich das aufmache. Ja, eigentlich sind wir mit dem Zimmer jetzt schon durch hier, oder? Ja, ne? Also, das ist hier die wie heißt die Suite? Sagrada Suite, genau. Gibt es, glaube ich, 3-4 Stück von der Art hier im Hotel. Und wenn ihr die mal buchen wollt, ja, geht auf die Europapark-Seite, guckt euch an, was sie kostet. Zimmer 6112 ist das hier. Ja, nee, 5112. 6 ist Spellrock. 5112. Und ja, uns gefällt die ziemlich gut. Hat viel Platz hier. Und ja, wenn euch diese Roomtour gefallen hat, lasst doch dem Video ein Like da unten auf den Knopf da drücken. Und wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, machen bestimmt noch mehrere Suiten-Videos und Hotel-Reviews, dann abonniert doch auch gerne unseren Kanal. Würden wir uns sehr darüber freuen. Also bis zum nächsten Mal. Euer Peter.